Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Egon's und spielt Civilization 5. Wir sind Songhai an letzter Position zusammen mit Venedig, aber wir haben es auch sehr schwer. Das wird sich bald ändern, wir werden bald die Weltherrschaft an uns gerissen haben. Bis dahin frage ich mich, wo ist denn mein Speer und wieso bist du hier und wieso kann ich dich diese Runde nicht nutzen? Wir haben Zugriff auf Marmor. Das steigert die Produktion für Wunder der Antike und der Klassik. Ja, der Tempel wäre immer noch zu bauen. Mausoleum von Halikarnassos ist auch gut. 100 Gold, wenn eine Großmeisterschaft verbraucht wird. Jede Quelle von Marmor oder Stein in dieser Stadt bearbeitet wird, produziert plus 2 Gold. Und da haben wir 2, das ist plus 4 Gold. Wir können... Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir auf dem... Ja doch, es ist Schwierigkeitsgrad 6. Also wir haben schon eine Möglichkeit, das auch wirklich zu schaffen. Ne? Ich würde dann auf Schreien Stadtmauern verzichten. Siedler bekommen wir... Leider erst in 18 Runden durch unsere Sozialpolitik. Ich würde sagen, wollen wir Gau noch weiter wachsen lassen? Nee, wir müssen eigentlich, wir müssen auf den Siedler gehen. Ne? Dann haben wir 2 quasi gleichzeitig. Wieder ein Turbo-Verbesserung. Aber wir haben ja auch 2 Bauarbeiter, die sonst nichts machen können. Militärisch sind wir gut aufgestellt. Ich gehe nicht davon aus, dass uns hier irgendjemand was anhaben kann. Wenn uns hier aus dem Norden Niederlande angreifen sollte, dann ist das so. Ich möchte aber nur ungern jetzt ohne Kaserne zum Beispiel noch weitere Militäreinheiten bauen. Die kommen bald. Das Mausoleum. Wir haben sonst den Artemis-Tempel, plus 10% Wachstum in allen Städten, plus 15% Produktion bei Waffen, bei Fernwaffeneinheiten ist richtig gut. Ja. Pyramiden ist okay. Baugeschwindigkeit von Geländefeldmodernisierung erhöht und 2 Bautrupps mehr. Dann brauchen wir erstmal so schnell keine Bautrupps mehr bauen, aber das hier ist, glaube ich, langfristig für Gold gut und das hier ist halt langfristig für das Wachstum richtig gut. Also gerade auch, wenn wir Richtung Militär gehen. Lass uns den Artemis-Tempel probieren. Lass uns volles Risiko gehen. Ja, es sind 9 Computergegner. Ja, es ist eine schwierige Schwierigkeitsstufe. Ja, wir steigen spät ein. Aber that's the way to go, baby. 34 Runden. Schauen wir mal. Währenddessen können wir ja mit unserem Militär schauen, dass wir hier und da noch... Oh, Bratislava. Wir können mit Bratislava uns verbünden, oder? 12 Einfluss. Ja, und dann bekommen wir Gold und ein bisschen Kultur, oder nicht? Jetzt sind es nämlich nur noch 12 Runden. Ja, nice. Next Level Thinking. So ist das Geld auch gut investiert, wenn er mich fragt. Mal gucken, wie lange wir mit Bratislava noch cool sind. Ja, mit jeder Runde ändert sich der Einfluss auf sie um 0,75. Nur ein paar Runden. Eine Handvoll Runden. Gibt es noch was wir vielleicht tun können? Quests. Ihr sollt das Territorium des Venedigs entdecken. Du, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich weiß, wo die sind. Die sind da oben. Da oben müssen sie irgendwo sein. Die Frage ist nur, schicken wir da jetzt unsere Militäreinheit hin? Nee. Wir würden, wenn es denn uns dann möglich wäre, einen Speer hinschicken können. Apropos, jetzt habe ich kein Geld mehr, um das Geländefeld zu kaufen, um dir so eine Aufgabe zu geben. Deshalb stellst du dich einfach schon mal hier hin und wartest, bis der Kalender fertig ist. Streamlinen ist anders. Ganz anders. Aber that's the way it is. Wir haben tatsächlich sonst keine Aufgabe, ne? Du kannst nichts machen. Du kannst auch, weißt du nicht, wie man Dschungel entfernt? Oder schicken wir dich doch hoch. Wir schicken dich hoch. Wir schicken dich hoch, Venedig zu entdecken. Und du schaust ja, dass du die Grenzen schützt. Dafür gehst du in die Stadt. Warten. 8 Runden. Ja, kriegen wir hin. Sind da auch auf dieser Flussseite, das heißt, dieses Barbarenlager soll uns erstmal egal sein. Warten. Rot.
Rotterdam. Ist mir so ein Dorn im Auge. Nun gut. Goldbruchrunde von Blauzahn beendet. Mal gucken, ob er sich meldet und das nochmal erneuern möchte. Das wäre ganz gut. Pferde haben wir übrigens keine bekommen, ne? Hier ist Rind. Hier oben sind Pferde. Wir haben ja unten keine. Schade drum. Oh, nein, echt. Eine Ruine. Na, da schau her. Na, das ist ja... Freudige Überraschung. Hallo, Ruine. Freut mich, Sie kennenzulernen. Erzähl mir von dir. Erzähl mir von deinem Geheimnis. Wir machen einen Bogen hier rum. Überlebende, die sich der Stadt anschließen. Wir gehen nicht hier rüber, wir wollen nicht ins Barbarenlager gehen. Und da ist Gao schon bei 6 und mit den ganzen Bauernhöfen hier. Ah, ja nice. Mit den ganzen Bauernhöfen hier haben wir dann auch wieder genügend Futter für alle. Sind zufrieden, da geht doch was. In nur 9 Runden können wir über unsere Sozialpolitiken dann... Ach, das Barbarenlager gibt es nicht mehr. Wer hat das denn bitte gecleared? Nächste Runde. Botschaft annehmen. Für 3 Gold und 1 Gold pro Runde. Ja, machen wir. Kann ich gut gebrauchen. Sehr gut. Rotterdam expandiert Richtung Amsterdam und nicht Richtung Gao. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen abwarten. Budapest, sind die Ersten, die Budapest entdecken. Ja, nice. Neißenstein. Und der Kalender ist in nur einer Runde fertig. Dann können wir noch keine Plantage errichten. Und hier dann wahrscheinlich auch nicht, ne? Weil wir den Dschungel noch nicht entfernen können. Eieieiei. Trugschluss. Dein Name ist Markus. Wir brauchen die Möglichkeit, Dschungel zu entfernen. Das geht nur über Bronzeverarbeitung. Außerdem entdecken wir Eisen auf der Karte. Die hilft uns dann auch zu bestimmen, wo wir unsere nächste Stadt gründen wollen. Das können wir jetzt auch schon mal bestimmen, indem wir sagen, wir gehen hier runter. 8 Runden. Wie lange brauchst du, um hier zu scouten? 3 Runden. Mach das mal. Scouten kannst du. Das ist so gut. Ragusa. Hallo. Wir entdecken hier unten die Küstenlinien. Singapur ist ja schon entdeckt. Soweit so gut. Ragusa. Das ist Venedig, oder? Ja, klar ist das Venedig. Bratislava. Quests keine. Aber sind wir jetzt besser... oh ja, richtig nice verbündet. Gut, dann guck mal hier oben noch rein, bevor du dann zurückkommst. Wir schauen uns hier in Singapur noch ein bisschen um, auch wenn sie das nicht erfreut. Wohlgenährtesten Völker der Welt. Wer ist da die Nummer 1 mit weitem Abstand? Was, wir? Wusste ich gar nicht. Naja, es ist tatsächlich so ein Blindspot in meinem Game gewesen die ganze Zeit, die Nahrung, das Wachstum zu unterschätzen. Ich möchte hier, ja, wenn wir hier vorbeigehen, möchte ich sicher gehen, dass man nicht auf Barbaren treffen, Politik einführen. Wir nehmen den Siedler, aber sowas von. Die Frage ist nur, wohin möchtest du siedeln, kleiner Siedler? Und wo ist vor allem der... Nein! Wir haben den Bauarbeiter verloren. Wir haben jetzt nicht den Bauarbeiter verloren. Winkt. Boah. Okay, wir holen ihn uns zurück. Ich weiß noch nicht wie. Später. Wir sind hier runter zum Scouten. Haben das Barbarenlager entdeckt und die werden dann den geschnappt haben. Ohne dass ich es mitbekommen habe. Das war alles offscreen. Hier oben. Ist blöd, ne? Und hier ist nicht ganz so blöd. Hier unten ist blöd. Hier auch, da haben wir nicht wirklich viel von. Da können wir nicht hin wegen der Barbaren. Hier bringt nichts. Dann ist das hier the way to go.
Aber warte mal hier. Noch eine Runde oder zwei, bis der Bogenschütze bei dir ist, damit wir komplett geschnappt werden können, falls er doch wieder im Barbarenlager entstanden ist, ohne dass wir es mitbekommen haben. Wir gehen wieder nach Budapest rein, und ja, gehen hier mit der Einheit zurück. Und sind es natürlich auch angreifbar, hier unsere Bauernhöfe zu verlieren. Ah, ja. 3 Runden, bis wir die Orangen Oh Gott, abernten Peter. können. Das ist doch schon mal was. Ja, wird uns hier auch angezeigt. Wir warten noch eine Runde. Sicher ist sicher. Ich möchte echt nicht noch einen Siedler verlieren, nachdem ich schon einen Bauarbeiter verloren habe. So, die Lo. Hier nochmal Truff. Joker, mit denen sind wir ja anscheinend gut. Und dann können wir uns hier auf den Weg machen. Bronzeverarbeitung ist fertig. Und das heißt, wir können die Plantage errichten. Außerdem können wir uns hier breit machen. Gehen hier zurück. Sind hier durch den Wald gut vor dem Barbarenangriff geschützt. Wir wollen außerdem das Rad haben. Außerdem wollen wir mal gucken, ob wir Eisen gefunden haben. Hier. Ja, das gehört sowas von uns. Und das werden wir nutzen, um Amsterdam und Rotterdam den Garaus zu machen. Unsere nächste Stadt wird hier gebaut werden. 1, 2, 3. Wir bekommen das Marmor, wir bekommen das Eisen. Schafe, Vieh, Fische. Ja. Hier wäre dann, glaube ich, auch nochmal eine gute Stadt. Auf jeden Fall. Oder hier auf dem Hügel. Wir bekommen Bananen, Orangen und Edelsteine. Merken wir uns. Dann, hallo Timbuktu. In Timbuktu bauen wir zuerst mal ein Monument. Das ist mir immer wichtig. Ihr kennt mich. Und schauen uns mal an, was es hier mit den Barbaren auf sich hat, gegen wen wir da kämpfen. Werden wir damit nach Gao zurückgehen. Wie lange brauchst du, bis du in Gao bist? Wahrscheinlich 10 Runden. Ist es leider ein Speerkämpfer? Okay. Und hier haben wir einen Bogenschützen. Den können wir ausschalten. In 2 Runden. Wenn wir da auf Risiko gehen. Und kein weiterer aufploppt. Da haben wir auch einen. Du, wir ziehen uns weiter zurück. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir haben hier noch nichts entdeckt. Utrecht ist gegründet. Ich hätte ja hier unten gegründet, aber das werden wir bald korrigieren. Vielleicht entdeckt man noch die ein oder andere. 112 Gold, sehr gut. Die ein oder andere Ruine. Hormus sucht neues Naturwunder. Wie stellst du dir das denn vor, Hormus? Als ob ich hier Naturwunder entdecken könnte auf Knopfdruck. Ist immer noch cool mit Bratislava. Das gefällt uns. Und in 12 Runden ist anscheinend nächste Sozialpolitik verfügbar. Und hier oben sind wir ganz gut aufgestellt, um es schon mal ein bisschen weich zu klopfen. Wenn der Speerkämpfer hier rauskommen sollte, na, dann sollen sie das mal. Wir entdecken weitere Dinge. Barbarenlager. Große Bibliothek ist gebaut worden. Und unser Artemis-Tempel ist immer noch im Game, ne? Ist immer noch möglich. Weiter in Schrift Segeln. Segeln, Segeln, Segeln ist meiner Meinung nach gut, denn das bringt uns dank Timbuktu in die Lage, mit Arbeitsboden die Fische zu beackern und auf unwegsamem Gelände, ja. Und wir können mit der Triere die Welt entdecken. So, ich gehe hier rüber, wohlwissend. Ah, hoffentlich greifen sie den Speer an und nicht den Speer, nicht meinen Speer. Ah, natürlich mein Speer. Zurück, zurück, zurück. Ja, ist gut, sie kommt nicht raus.
Sie suchen nicht den Kampf? Wenn er denn dann weg sein solle, der Speerkämpfer, dann können wir reinswoopen und das einnehmen. Das wäre gut. Das wäre richtig gut. Nächste Runde. Ihr habt Verhältnisse mit Bratislava beobachtet. Ja klar, wir sind mit Bratislava so. Mit Kabul ginge auch cool. Wir können, oh, hoffentlich ploppt jetzt keine neue Einheit auf. Aber dann würden wir immerhin noch richtig viel Training bekommen. Artemis Tempel ist fertig. Wir haben ein Weltwunder gebaut. Schön. Wachstum, Produktion. Wir bekommen Gold aus Barbarenlager. Läuft bei uns. Läuft bei uns risch gut gerade. Ich würde gerne noch ein Weltwunder bauen, aber Wassermühle. Stadt muss einen Fluss legen. Plus zwei Nahrung. Steinwerke auch richtig gut. So viel gutes Zeug. Können wir davon was kaufen? Wir können Steinwerke schon kaufen. Alle Quellen von Marmor und Stein von dieser Stadt bewirtschaftet werden. Das sind zwei. Geben plus eins Produktion. Unzufriedenheit plus eins. Können wir auch gebrauchen. Kostet zwar Unterhalt, aber nehmen wir direkt. Ist alles, was Infrastruktur angeht, nehme ich gerne mit. Und dazu gehört auch erstmal die Wassermühle. Bevor wir dann in die Kaserne gehen und noch eine Armee aufbauen, um die Niederlande zu befreien. Aus ihrer Unterdrückung. Und auch ein Siedler natürlich. Wir müssen hier. Ich würde ja gerne hier noch eine Stadt gründen einfach und mal gucken, was wie lange es dauert, bis dann der Krieg mit den Niederlanden erklärt wird. Aber als nächstes würde ich dann doch hier auf dem bewaldeten Hügel siedeln wollen. In der Hoffnung, dass wir schnell einen Siedler gebaut bekommen. Den würde ich dann noch vor der Kaserne bauen. Dann passt das doch. Dann hast du die Gelegenheit, dich in Gao wieder zu erholen. Und wir können Straße bauen. Auch die Zitronen und die Steine und die Zitronen und Bananen hier oben. Da habt ihr noch viel zu tun. Gut, dass du wieder zurück bist. Sorry, dass wir dich damals aus den Augen verloren haben. Du bleibst hier erstmal, um sicherzustellen, dass keine weiteren Barbaren hier ihr Lager aufschlagen. Segeln ist fertig. Das ging jetzt doch wieder relativ schnell. Optik, Fallenstellen, Eisenverarbeitung, Bauwesen, Mathematik. Wo wollen wir denn hin? Hängende Gärten, Nahrung bis 6, erfordert Tradition, haben wir nicht. Optik für den Leuchtturm. Wir haben oben Fische, wir haben unten Fische, wir nehmen die Optik. Wir haben 12 Gold nur. Junge, Junge. Da hat man schon mal mehr. Aber sind noch gut dabei. Du achtest darauf, dass dir nichts passiert. Du kommst mal wieder ein bisschen hier zurück. Erholst dich von den Strapazen. Du baust unsere erste Stadt. Unsere erste Stadt, ja, genau. Unsere erste Straßenverbindung. Die ist strategisch wichtig, die ist wirtschaftlich wichtig. Da sind wir vorne mit dabei. Religion gegründet. Ja, Religion ist bei uns dann nicht so wichtig. Was wichtig ist, sind die Zarpolitiken. Jede von euch gegründete Stadt erhöht die Kulturkosten der Politik um 30% weniger als üblich. Leider zudem ein goldenes Zeitalter ein. Und da haben wir noch nichts von. Deswegen machen wir das jetzt schon. Das goldene Zeitalter ist jetzt gerade noch. Später können wir es auch sehr gut gebrauchen. Man kann immer ein gutes goldenes Zeitalter gebrauchen. Aber da wir ja auch schnell jetzt siedeln wollen, noch ein, zweimal, und eben mit den Sozialpolitiken alle 20 Runden sehr gut aufgestellt sind, dass auch so ein bisschen so bleiben soll, finde ich diese Erweiterung gerade perfekt. Nächste Runde. In nur 3 Runden ist die Wassermühle fertig. In 7 Runden wächst Gao. In einer Runde wächst Timbuktu. Tippitoppi, wir gehen auf diesen Hügel, schauen mal, was die Niederländer machen, mit was die so arbeiten. Und wenn ich sage, mit was die so arbeiten, wir bauen hier.
hier die Straße, bevor wir die weiteren Zitronen abernten. Wir haben keinen Blick auf Wale. Die wollen Wale. Ja. Urnehmen, wenn es wählen. Und die Straße. Danach baust du hier die Plantage. Du gehst hier rüber, holst dir den Stein. In Timbuktu werden wir das Arbeitsboot bauen. Und dann gucken, ob wir dieses Feld kaufen müssen oder was schlau ist, das Feld selbst zu nehmen. Das Mausoleum. Oh, nee. Wir wollen noch einen Siedler haben, der nur 6 Runden dauert. Außerdem brauchen wir Karawanen. 2 Karawanen. Mindestens. Gab es hier nicht noch ein Barbarenlager? Irgendwo. Links, rechts. Gucken wir gleich mal. Nein, Timbuktu liegt jetzt gar nicht mal am Berg. Ja, wegen Bratislava. Alles gut. Nächste Runde. Hier oben war noch eins, da gehen wir jetzt nicht hin. Wir gehen aber hier mal auf den Berg und gucken, was in Utrecht so stationiert ist. Haha, hallo Barbarenlager. Mit einer Bestie nur. Arbeitsboot, 21 Runden. Aber auch Frachter, ne? Der Frachter würde nach Bratislava, er hat auch den Fisch genommen, sehr gut, ordentlich Schotter bringen. Aber mit den beiden Karawanen können wir halt die beiden Städte nochmal ordentlich pushen Richtung Wachstum. Tatsächlich sind die hier sehr gut aufgestellt. Ich würde sagen, da brauchen wir auf jeden Fall Unterstützung durch unseren Bogenschützen, bevor wir hier die Herausforderung suchen. Die Straße ist fertig, aber die hier noch nicht. Sehr, sehr gut. Das läuft doch, das läuft doch. Ja, jetzt geht er hier runter. Das heißt, wir, sobald wie möglich, kaufen wir für 90 die Bananen hier oben. Und hier auch. Also brauchen wir 180. Wenn wir das Barbarenlager geklärt haben, dann gönnen wir uns das direkt. Das heißt, eine Runde, zwei Runden und dann sollten wir das doch safe haben. Währenddessen gehst du hier runter, nochmal sicherstellen, dass da nichts entsteht. Und wir werden außerdem bald reich sein, denn wir können dann unsere weiteren Luxusressourcen verkaufen. Oh, sehr gut, wir stellen uns hier rein, damit die Niederlande uns den nicht klauen können. Denn wir brauchen ganz dringend das Gold, das damit verbunden ist. Die Optik ist blendet. Lass uns mal gucken, wo die Reise hingehen soll, wenn wir die Kavallerie haben wollen. Da wollen wir zur Ritterlichkeit. Und Schrift, Drama, Dichtung, Fallenstellen, Mathematik, Bauwesen, Reiterei. Wir haben keine Pferde. Und das hier sind auch schon 62 Runden. Ich würde sagen, lass uns erstmal zur Währung gehen. Es geht Mathematik, Währung. Okay, erstmal Schrift. Schrift, dann gucken wir weiter. Es kann nicht verkehrt sein, Bibliotheken zu bauen, damit man wissenschaftstechnisch nicht völlig in den Verzug geraten. Und in Gao ist immer fertig. In Gao können wir jetzt immer das Mausoleum bauen. Ey, brauchen Karawane, ne? Aber 16 Runden nur. Und es ist halt langfristig. Ich brauche die Wunder. Wenn wir das hier gewinnen wollen. Oh, befreundet mit Rotterdam. Ja, nice. Haben hier und da Bogenschützen, aber auch alte Krieger. Ne? Oh, jetzt sind sie von hier unterwegs, oder was? Dann lass ihn mal angreifen. Ich gehe davon aus, dass wenn er angreift, hat er, wie gut ist er? Würde er ihn schlagen können? Nee. Erst angreifen und dann gehen wir in der nächsten Runde doppelt rein.
ist ein Gamble. Ein bisschen auch. Weil wenn wir ihn nicht töten, dann wird er ihn auf jeden Fall töten. Soll er ruhig. Hä, wie hat das denn geschafft? Ist er vom Wasser ausgekommen? Wow. Schade. Nun gut. Oh, hier oben. Ja, sag ich doch hier Spawn hier rein. Ach, auch nice. Aber wir brauchen hier eher den Zugang zum Wasser und das Eisen. Nichtsdestotrotz würde ich schon demnächst noch einen Siedler bauen wollen. Ne? Dann schaut euch mal um, ob ihr noch ein Barbarenlager findet, das wir entfernen können. Hier oben ist ja so gar nichts, deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass hier noch einiges entstehen könnte. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir in die Richtung hier auch expandieren. Dafür mitnehmen. Ne? Ja. Und Wunder bauen ist eigentlich auch was Neues. Eigentlich lassen wir ja andere Wunder bauen und holen sie uns dann. Also ich kann ja keine weiteren Barbaren entdecken. Nun gut. Der Siedler gründet unsere nächste Stadt. Renne. Und der Speer kann sich wieder entfernen. In Renne bauen wir ein Monument. Ihr kennt mich. Und bevor es weitergeht, machen wir eine kleine Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch nächste Folge wieder begrüßen zu dürfen. Wenn wir denn dann mit dem Geld, das wir jetzt nicht bekommen haben, die Bananen hier kaufen, damit Rotterdam sich die nicht unter den Nagel reißt. Bis dann, euer Egonson.